Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof mit dem kompletten Team bisher. Die ganze Woche sind wir ja 5 Leute auf dem Server. Richtig heftig. So. Das ist richtig. Da springt der Herr Jürgen Racex rum, der Gerhard Schulz, der Tigerfarm als LU, als Hans-Peter und oben Mikado möchte einmal ganz oben sein. Deshalb sitzt er auf dem Traktor. Und was natürlich auch krass ist, sind bei hier, mir müsste es mal langsam bergauf gehen, ja, da haben sie schon gesagt. Sind so, hier ja, natürlich 7250 pro Case auf einem Haufen. So richtiges gescheites Fahrzeug. Ah, Case Party! Manches zu Hause. Tut mir leid. Gut. Fangen wir an. Auf geht's. Los. Attacke. Case Party! Gut. Bis später. Aufträge bei mir sind ja noch klar, oder? Ja. Bleib dabei. Und bitte, denken Sie dran, die 50 pro Stück. Ja, okay. Danke. Schönen Tag noch. Soll ich die schieben? Ja, bitte. So. Ja, Quatsch. Säge in die Hand. Also es ist ja schön und gut, dass das LU mir so keinen Preis hat für die Bäume. Aber ich finde es halt doch ein bisschen die Gewinnspanne für so einen Baum. Und dafür, was zahle ich pro Baum? 20 Cent. Das ist einfach ein bisschen ungerecht. Ja, vor allem für mich. Ich muss mal kurz zu den Lohnunternehmen. Ja. Oh, muss mal einen Auftrag geben. Aber ich muss mal gucken, ob ich überhaupt noch so viel Geld habe. Was macht der denn? Trägt man da nicht Geld? Komm gerade wieder. Ja, ja. So. Die Motorsäge schreit auch rein. So, dann ziehe ich mal die hier raus, dass der weiterarbeiten kann. Muss der da jetzt den Baum fällen? So glaube ich. Ja, wir gehen von. Hä? Ah. Y war es ziehen. Fährt er einfach durchs Seil? Eieiei. Das ist vielleicht ein Forstwirt. Ja. Hauptsache, sie sagen Tschüss und ich darf selbst nicht Tschüss sagen. Oh Gott. Ja, wir müssen wieder. Mikado spielen wir hier. Hä? Was ist denn jetzt los? Keine Ahnung. Soll ich mal kurz zu den Technische Probleme. Übernehmen Sie dann bitte die Arbeit. Ja. Dann bitte erst kommt. Nach der Aufnahme. Nach dem. Also erst. Jetzt noch nicht? Nee. Also okay. Übernehmen Sie bitte die Aufnahme. Oder. Ja. Mir. Nee, sie. Er kann auch kommen, mir egal, aber dann muss halt klar sein, wann. Wenn er jetzt kommt, dann ist okay. Dann bitte was? Noch mit Mikado abstimmen. Was hilft? Die technischen Probleme, dass er wiederkommt. Er redet auch gerade nicht. Das okay, ist das, nee, dann übernehmen Sie bitte einfach die Arbeit und dann geht's weiter. Okay, gut. Und dann, ja. Also nicht nochmal connecten, weil sonst unterbricht sie alles. Ja? Ja, der ist ja gar nicht mehr da. Ist einfach abgehauen. Das ist auch irgendwie ein bisschen blöd gerade. Warum? Dass man einfach nicht gehört. Mutter? Du hast auch nicht gehört, dass er rausgegangen ist. Nee. Aber ich hab's nicht ausgestellt. Ich auch nicht. Ich hab auch nichts verändert. Ja. Oh nicht. Discord hat einfach keine Lust mehr. Na. Vielleicht ist es gerade wie Modposter.
einfach zu überladen. Ja, wo ich gerade eben gucken wollte auf der Seite nach Mods, da stand dann, diese Seite ist zu überfüllt, bitte 20 später reden. Okay. Hatte ich ja noch nicht mitgekriegt, dass es bei Motorster so ist. Ja, keine Ahnung, hatte ich auch noch nie mitbekommen. Bin da jetzt schon seit... Eieiei, was ist denn das für ein Riesenbaum, ey? Der ist 30 Meter lang. Locker easy ist der 30 Meter lang. Krasser Baum, ey. Und? Der fühlt sich voll krass. Ach, Gott. Aber nicht so gut. Ups, andersrum. Ha! Im Oktober, da hole ich mir das Lenkrad. Ja, bis dahin soll es vielleicht auch mal gehen. Haben Sie ein Überfahrtsrecht, Herr Mikado? Das habe ich mir selbst besorgt. Könnten Sie mir vielleicht helfen, Varuna? Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ja, in der ersten Zimmer kurz ein paar Bäume, ich komme durch. Oh wow. Dann kann ich ja auch kurz auf Flo gehen. Vielleicht muss. Mit Tau unterwegs. Tschüss. Okay, tschüss. Warum ist. Okay. Lol. Ja, aber sowas von. Der Herr Tigerfahren, der war aber hier sehr nett. Der hat meine Silageballen, hat er auch anders hingestapelt. Anders hingestapelt? Ja. Okay. Ja, wie nett. Hat er mir sehr weitergeholfen. Das ist wahrscheinlich kostenfrei, aha. Ja, ja. Sie geben gerade zu, dass Sie betrogen haben. Ja, nein, was? Auf illegale Weise unterstützt. Ach, kommen Sie schon, bitte. Ich habe kein Geld. Und Sie fahren schon wieder über mein Land. Bitte, lassen Sie es. Ich benutzen Sie die Straße. Sehen Sie, Sie werden schon vom Tigerfahren verfolgt. Nein, er will einfach nur, dass ich überfahre. Dieser. Der sollte eigentlich bei mir die Bäume entlasten. Guck, der verfolgt mich. Ach ja, wegen dem bin ich jetzt gerade auch in den Zaun gefahren. Das wird man einfach entasten, dann wird man nämlich was sehen. Ich sehe nicht, wo der Baum, wo der Traktor hängt. Nein, ich finde es immer so doof, wenn ich mit dem Traktor hier reinfahre, dann tut er das Gewicht immer konfigurieren wollen. Ja, da muss man den Trigger richtig erwischen. Das ist schon ein bisschen nervig. Und was er nicht machen wollen. So, sehen wir das gut ist. Nein. Okay, hat funktioniert. Ich glaube, irgendwo ist hier gerade einer am Gülle fahren. Verstehe ich das? Deshalb, wenn die einschalten. Ach, was macht denn der? Echt mal, was macht der? Klopf, klopf. Ja. Könnten Sie bitte die Bäume so fällen, dass sie zum einen auf dem Boden liegen und nicht in meiner Zugrichtung? Ich sehe ja nicht mehr, wo ich arbeiten soll. Danke. Was? Der fällt ein Baum, der fällt voll auf meinen Traktor. Ey, wenn er das im RP macht, dann zahlt er die Reparatur. Einfach wahllos Bäume durch die Gegend geschmissen. Gucken Sie mal, ich lerne sogar schon mit Blinker zu fahren. Ja, im RP dann notwendig. Ja, wir machen das aber. Da liegen die Bäume auf dem Dach.
Wie soll ich die da runterkriegen? Ich bitte Sie, den Traktor bitte wegzufahren. Kann gerade nicht, das ist mein Grundstück und ich arbeite. Ach bitte, ich muss hier durch. Sie dürfen vorne dran vorbeifahren. Vielen Dank. Nur weil ich einen guten Tag habe. Ich mich über das LU schon genügend aufregen muss. Ich wollte gerade schon fragen, Sie haben einen guten Tag, da setzt sich so an. Was soll man machen? Man kann sich nicht über jeden aufregen. Ja, war das nicht ein bisschen ähnlich, wenn man sich auch über jeden aufregt? Warum geht er hier nicht weg? Was sagen das? Okay, jetzt. Warte mal, wird das gerade gebündelt oder verschwende ich hier einfach nur mein Ding? Ja, doch, wird gebündelt. Aber nur auf Dünge Stufe 1. Reicht doch für Sie. Danke. Nein, das reicht nicht. Oh. Ups. So, ich hab die Zeit gar nicht im Auge. Okay, ein Elf haben wir. Wie lange machen wir das? Wir immer? 16 kommt das LU. Bedeutet 5 Minuten ungefähr. Jo. Sag mal, musst du eigentlich die Musik immer im Video später da reinschneiden oder tust du die immer im Video schon an? Also nee, die schneide ich immer im Nachhinein rein. Okay. Ich hatte es am Anfang so, dass ich während der Aufnahme immer die Musik schon an hatte. Wieso hast du es nicht mehr? Weil du dadurch die Lautstärke schlechter kontrollieren kannst. Ja, okay, das stimmt. Und dabei hatte ich dann oft, dass die Musik doch zu laut war. Und dann habe ich das eben so gemacht, dass ich immer im Nachhinein die Musik einfach drunter gelegt habe. Und damit fahre ich eigentlich jetzt seit Jahren eigentlich schon am besten. Ich habe leider gerade einen guten Tag, ansonsten würde ich auch auf Ihr Verkaufsbutton drücken. Also hier, bei mir. Ja. Ach, das bringt doch nichts. Das bisschen Holz. Was soll denn das schon bringen? Weißt du, wie viel mir das bringen würde? Trotzdem so viel Geld aus dem Kopf. Was? Ich dachte, der wäre fertig. Ach, warte. Falsch gedacht. Ja, nee. Ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen fertig. Oder war er eben noch gar nicht so weit? Doch, das muss ja. Sag mal, wollen die mich hier veräppeln? Warum denn? Weil ich hab denen als Auftrag gegeben, dass die Feld 21 bitte komplett, säen. Also, Aber Rysix hat den Auftrag übernommen, gell? Also es war Zayden dran. Genau, und dann hat Rysix den Auftrag übernommen, als es bei mir drum ging, dass dieses Holz geerntet wird. Ja, ich dachte nur, die wären schon fertig, weil ich ja die ganze Zeit so viel bezahlen musste. Deswegen dachte ich, ich wäre fertig. Aber ich habe jetzt... Hier ist nur die Hälfte von dem Feld gesät worden. Das sind Arbeiten wir noch. Also bei mir arbeitet jetzt gerade Raysex oben und Matt. Aber ich dachte halt, die wären fertig, deswegen habe ich einen neuen Auftrag gegeben. Ah, okay. Weil, hatten die mir nicht sogar gesagt, dass sie fertig sind? Ja, doch. Deswegen sollte ich doch in der letzten Folge nichts mehr bezahlen am Ende. Ja. Ihre Felder sind doch ganz angesät. Hä? Die 20 ist fertig. Oh, hey, lol.
Das sieht in der ersten Dünge, in der ersten Wachstumsstufe so aus, als wäre das noch abge... Okay, Entschuldigung, falls ich jetzt gerade das LU kritisiert habe. Kann ja mal passieren. Ja, es sah halt wirklich so aus, als wäre es noch gar nicht angesät. Es sah abgeerntet aus. Okay. Okay. Dann weiß ich, dass ihr das hört. Es tut mir sehr leid. Es sah am Anfang wirklich so aus. Klopf. Ja. Bitte aufhören zu fällen und entasten noch die letzten Minuten. Okay. Okay. Kurz noch eine Klärung des Auftrages durchgeführt. Weißt du was, Varuna? Ich bin ein bisschen stolz auf dich. Du hast dich in den letzten 4 Videos nicht einmal gemutet. Soll ich dazu was sagen? Ja. Was sie nicht wissen, können sie nicht hören. Vielleicht habe ich mich ja doch gemutet. Sie wissen es gar nicht. Hä, hey, warte mal. Nee, warte. Beziehungsweise, sie waren ja auch manchmal gar nicht da. Och, nö. Doch. Das war... Nein, ich meine jetzt gerade nicht mehr bei ihm. Oh, mein Feld 20 ist jetzt komplett gewachsen, aber es hat nicht mal die erste Düngestufe. So, ich habe gehört, Folge ist vorbei. Das schon wieder. Das hatte ich Ihnen aber letztes Mal schon gesagt, Herr Meier. Ja, das ist Ihnen schon mal durch die Lappen gegangen. Ja, ich muss immer so viel tun, da. Wer hat denn nicht... Moment, Kalender von oben bis unten voll, oder was? Mei. Ja, hab ich. Ja, da, mei! Was ist denn da los? Ja, Kruzifix! Gut, nicht gut für Mikado. Ja. Wieso ist denn vorgefallen? Ich habe vergessen, mein Feld 20 zu düngen und jetzt ist das gewachsen und das kann ich jetzt nicht mehr düngen. Also ist mit dem LU bestimmt. Achso, Erntereife, ja. Gut, dann kann man nicht mehr da. Es kriegt den Baum nicht zwischen den Bäumen raus, was soll das? Das ist natürlich doof, ne? Der ist eingeklemmt zwischen zwei. Ja, das ist sehr doof, ja. Jo, gut, abbrechen. 1000. Ja, Sie. 20 Bäume. Ich weiß nicht genau. Ja, 1000. Hört sich schon besser an wie 200 oder 500. Ja. Ganz ja. Ehrlich. So, der Hans-Peter. Oh. Wie viel macht das bei mir? Fehlen noch ein paar hundert. 700 noch. Ja, dankeschön. Und. Ja. Das ist aber 1900 von Mikado, bitte. 1100. 1900. Ach, 1900? Ja. Ach Gott, gibt's echt wieder. Können Sie es zahlen? Dann soll ich Ihnen Kredit geben? Kato. Geht noch. Dankeschön. Ich bin noch nicht fertig, Mikado. Ich weiß. Gut, ja. Die Folge ist erreicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like, Abo oder Kommentar da. Und bis Montag. Ciao. Und schönes Wochenende. So schaut's aus. Haut rein. Schönes Wochenende. Tschö. Bye, bye. Tschüss.